Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Was macht Mario denn da? Der pennt ja! Mario, du musst Prinzessin Peach retten, du hast jetzt keine Zeit zu schlafen. Ganz genau, es geht wieder weiter mit Let's Play Super Mario Galaxy, meine lieben Freunde. Und hier ist wieder eine neue Galaxie freigeschaltet worden, aber eine optionale Galaxie. Nämlich Testsurfen. Oh, Testsurfen ist richtig cool. Testsurfen. Lass uns surfen. Und hier gibt's Pinguine! Hier surfen wir auf Rochen, man nennt uns Rochenreiter. Hi, wir sind aus dem Pinguinparadies hergekommen. Pinguinparadies? Wo soll das denn liegen? Rochenreiten ist gar nicht so einfach, also hör gut zu, was die Lehrer zu sagen hat. Die Rochen heißen Surfrochen, süß, oder? Und hier haben wir scheinbar den... Was weiß ich, den Surflehrer. Hi, willst du auch surfen? Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also, pass auf. Richte deine Fernbedienung auf den Fernseher. Genau, das ist die Grundstellung. Um dich nach links zu beugen, dreh die Wiimote von der Grundstellung aus gesehen nach links. Genau, so beugst du dich nach links. Um dich umgekehrt nach rechts zu beugen, dreh die Wiimote nach rechts. Ja, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt dreh mal eine Runde auf dem Kurs. Ich frage mich nur, wie soll ich denn bitte eigentlich... Ich kann ja hier gar keine Sternteile einsammeln, weil ich hier den Pointer gar nicht benutzen kann. So... Yeah! Jetzt geht's wirklich richtig los. Die Bestzeit liegt bei 1 Minute 30. So, ich weiß noch, dass ich mich hier immer wieder megamäßig dumm angestellt habe. Und das werde ich hier garantiert auch wieder machen. Natürlich nicht absichtlich, sondern... Naja. Weil es nun mal so ist. Oh, extra Leben. Erwischt. So, also ihr seht schon... Hier wird mal wirklich Gebrauch von der Bewegungssteuerung der Wii gemacht. So, nur nicht zu schnell in die Kurven legen, weil sonst fällt man von der Strecke und muss es nochmal versuchen. So, und das ist übrigens nicht die einzige Surfstrecke in diesem Spiel. Es gibt noch ein paar mehr. So, Testsurfen deswegen, weil das gerade mal die erste und einfachste Strecke ist. Was aber nicht heißen soll, dass man es hier nicht trotzdem verbocken kann. Wow. So, ich weiß gar nicht, ob man eigentlich den Rekord auch brechen muss oder ob es einfach reicht, wenn man ins Ziel kommt. Ich möchte mich mal ein wenig beeilen. So, da vorne ist auch schon das Ziel. Nämlich dieser große, riesige Sternring hier. Ziel! Yeah! 1:01:31, hervorragend, du hast dich so angestrengt, das verdient eine Goldmedaille. Yeah, natürlich einen goldenen Powerstern. Danke, Mann, du bist cool. Na dann, her damit. Sterne halten. Na, das war ja gar nicht mal so schwer. Du hast deinen Stern erhalten. Testsurfen, lass uns surfen. Galaxie komplett. Neue Bestpunktzahl und ein paar Sternteile. Speichern. Nö. Ich mache natürlich weiter. So, Eierplanet-Galaxie ist vorerst mal erledigt. Und wir sehen auch hier, man kann auch hier sogar...
das hier so drehen mit der A-Taste und wir sehen hier einen dunklen Bowser-Kopf, aber da brauche ich 8 Sterne. Die Sterne reichen nicht aus, ne? Dann machen wir doch mal im Honigbienenkönigreich weiter und da hinten gibt es übrigens noch so einen... nein. Da hinten ist noch so ein blauer Würfel, das heißt, es gibt noch eine weitere optionale Galaxie. So, aber ich möchte ins Honigbienenkönigreich zurück. Honigbienenkönigreich, Notfall am Wachturm. Was denn für ein Notfall? Aha. Yes. Yes, ganz genau. Du sagst es. Ein Stein ist heruntergefallen. Na dann, zack. Kaputt gemacht. So, hier kommt man ja, glaube ich, gar nicht drauf, weil das zu weil das zu steil und zu rutschig ist. Dann gehen wir halt woanders lang. Wow, bei den Dingern muss man echt aufpassen, die sind sehr schnell. Also ich weiß gar nicht, ob ich die eigentlich... Aua! Genau, ob ich die überhaupt zerstören kann oder nicht. Aber ich will es mal probieren. Das muss doch... Ah, na, leck mich doch! Das ist mir doch scheißegal gerade. Ui, was zum... Nein! Wie scheiße! Ich meine, wie schade. Oh, ich bin tot. Jetzt habt ihr gesehen, wie man hier in diesem Spiel sterben kann. Und zwar, indem man von einem schwarzen Loch aufgesogen wird. Also, im echten Leben passiert mir das hoffentlich niemals. Ich habe hier nämlich irgendwas falsch gemacht. Man muss hier loslassen, dass man hier drankommt und dann weiter wirbeln und schwingen. Genau. Die Biene macht es mir vor. Doin. Doin. Doin, doin. Und weg. So, hier ist ja noch so ein Ding. Was zum... Ich meine eigentlich das hier. Yes! Noch mehr Sternteile. Schadoin. Whoopie. So, warte mal. Und... Und da haut's doch glatt den Wiggler auf den Rücken. So, hier ist jetzt eine Brücke entstanden. So, das sieht ja auch komisch aus. Wow! Ist ja geil. Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du diese Wand erklimmen willst, hör mir aufmerksam zu. Wenn du während deines Sprungs an der Wand festklebst, drücke A für einen Wandsprung. Wenn du wiederholt Wandsprung ausführst, kannst du ganz weit nach oben klettern, merkst dir. Also wie schon zu Super Mario 64 Zeiten gibt es auch hier wieder den altbekannten klassischen Wandsprung. Einfach gegen eine Wand springen und A drücken und dann halt immer so weitermachen. Ach, ich finde die Musik so toll. Oder hier zum Beispiel. Muss man auch einen Wandsprung machen, dass man zu dem Sternenring kommt. Juhu! Boah, so eine geile Weitsicht vor allem. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein riesiger, hölzerner... Dingsbums. Nein, ihr wisst schon. Irgendwie zumindest so mit ein bisschen Fantasie, aber... Nee, komm, das ist ein... Das ist ein... Das kann doch ja jetzt nicht sein. Vielleicht war es auch einfach eine Erdnuss. Ein Regenbogenstern! Yeah, ich bin Rainbow Mario! Whee, ich bin auf Speed! Yay! Mario ist auf Speed, Mann! Whee. Oh, der ist so schnell, ich kann nicht mehr den Sternstopp richtig einsammeln. Hui! Machen wir mal eine Mega-Stampfattacke. Okay, das hat nichts gebracht. Ja, was ist mit dir? Ah, die Stinkkäfer haben unseren Wachturm übernommen. Wie bitte, Stinkkäfer? Oh mein Gott. Schadoin? Aha, cool. Oh, sind die hässlich. Na los, komm her. Und bam! Zack!
Ah, was haben wir denn da unten Schönes? Wartet mal, ich will erstmal. Ist das eine. Achso, das ist eine Sprungfeder. Das ist ein ganz besonderer Pilz. Da kriege ich nämlich doppelt so viel Energie. Deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie auf 3 sinkt, wird sie wieder wie vorher. Ja, also ganz so schwer wollten es die Entwickler dann doch nicht lassen. Jedes Mal, wenn ich so einen roten Sternenpilz finde, dann kriege ich doppelt so viel Energie. Ist vor allem bei Bosskämpfen sehr hilfreich. Davon werde ich sicher oft Gebrauch machen. Ist ja nicht verboten oder so. Aua. Mann, du fettes Vieh. Du bist hässlich. Aber sowas von. So, und zack. Ah, die Windmühle dreht sich. Ein Windmühlenwachturm. So. Dann fahren wir doch mal nach oben und hauen dem großen Riesenstinkekäfer aufs Maul. So, hey, der ist sogar von einem Kleinen beschützt. So, na los. Bam! Moment. Zack! Oh, hab ich deinen. Oh mein Gott! So, oh, Vorsicht! Vorteil! Mann, Mario, was machst du denn schon wieder? So schnell kann's gehen, da bin ich abgestürzt. Weißt du, ein Mistvieh! Boah, und richtig rot, richtig voll am Ausrasten. So, und BAM! Die! Oh yes, the next Power Star for me! Wuhuu! So macht man das. Geht doch! Wunderbar. Und 7. Powerstern. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Tatsächlich. Ah, das. Ein Gomelum ist aufgetaucht. Ja, ja. Was es hier nicht alles in diesem Spiel gibt. Machen wir gleich mal weiter. So. Genau, jetzt ist hier hinten dieser Block zugänglich. Umdrehbodengalaxie, eine Bonusgalaxie, so nenne ich die jedenfalls immer, weil das keine regulären Galaxien sind. Und weil man da auch nicht so viele Sterne kriegen kann. Umdrehbodengalaxie, färbt die Umdrehboden gelb ein. Das machen wir doch gerne. Wenn ich es nicht versemmle. Ah ja, das sind diese ja, Umdrehböden, ne? Zack! Willkommen in der Galaxie. Wow! Diese Dinger da hinten sind echt gefährlich, weil die Schockwellen aussenden, die mir wehtun. Vor allem bei diesen Umdrehböden muss man darauf achten, wirklich nur einmal drüber zu laufen, weil beim zweiten Mal färben die sich wieder blau um. Das heißt, man muss quasi in einem Zug quasi so durchlaufen oder man springt halt drüber. So, hier. Jetzt überhaupt auf dieses Ding aufpassen. Zack. Schadoing. So, die kann man leider überhaupt nicht vernichten. Wow, Vorsicht. Aha, seht ihr hier zum Beispiel. Oder ich springe einfach hier so rüber. Na bitte. Das war's schon. Das war ja einfach. So, und vor allem haben diese Stachelplattformen alle angehalten. Nein, Mario, bloß nicht in das schwarze Loch rein. So, und dieses Ding kann ich jetzt als Sprungfeder missbrauchen. Und mir den Stern holen. Oh yeah. Stern erhalten. Supi. Und mein 8. Powerstern. Galaxie komplett! Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Schon wieder? Na ja, klar. Was auch sonst. Wir haben ihre Basis in der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Wie? Du dir den Stern etwas sexuell missbrauchen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder wie war das jetzt gemeint? Der Bowserkopf hier! So, aber drehen wir das Ding mal ein bisschen. Bowser Juniors Robofabrik.
Na dann, fliegen wir mal dorthin. Bowser Juniors Robofabrik, der dreibeinige Riese. Sieht ja richtig heftig aus. Freunde, jetzt ist es wieder mal an der Zeit, einen neuen großen Powerstern zu bekommen. Diese großen Sterne werden natürlich alle von sehr, sehr starken Bossen bewacht. So, wow, vor allem hier. Genau, die Kugel will ich hier, muss ich eigentlich genau hier hinlenken. Seht mal, das sind eigentlich nur Goombas, die solche komischen Helme tragen. So, komm her. So, wow. Na, oh, knappe die Knappen. So, hopp, und. Jawohl. So, und. Ah, Moment, hier kann ich, genau, Sternteile sammeln. So, oh mein Gott. Bowser Junior. Den kennen wir doch schon aus Super Mario Sunshine. Du bist weit gekommen, aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein, zeig ihm die Macht des großen Sterns. Oh oh. Megabein hört sich gar nicht gut an. Oh mein Gott! Das ist Megabein? Das ist ja wirklich ein riesiger Roboter. Und dort oben auf seinem Kopf, wow, ist der große Stern. Wow, ja, das nenne ich mal einen Boss. So, hier muss ich einfach mal den Dingen hier ausweichen. Auf ihn rauflaufen. Das finde ich auch mal eine geile Idee von den Entwicklern, so einen Boss zu machen, der so dermaßen gigantisch ist. So, hier muss ich es schaffen, diese Kugelbillis hier dagegen zu locken und... Oh oh. Das ist ja auch fies. Hey, ich bin innen drin! Ist ja geil. Kommt die irgendwie zu mir? Nee. Ich brauche doch einen... So... Einen... Kugelwilli brauche ich jetzt erstmal, damit er hier das Gitter zerstört. Na, komm schon. Hey! Gitter kaputt machen! So, hier rein. Zack, genau. Und ein anderer muss dann halt das Glas zerstören. Die Glaskuppel. Komm! Oh Mann, ihr seid so dumm! Wir wissen alle genau warum. Aua! Aber ich hasse das! Komm schon! Mach mal was! So. Oh. Epische Bossmucke. Na los, komm schon! Einer muss doch mal mitkommen hier! Hier, du! Und, komm! Yes! Ausgetrickst! Und das war's für Megabein! Komplett im Popo! So. Und da ist ein neuer großer Stern für mich! Großen Sterne halten! Du hast deine Sterne erhalten. Galaxie komplett. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Nein, wer hätte das gedacht? Im Badezimmer? Die hat hier ein Badezimmer? Ist ja geil. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternenkraft zurück und das Kraftfeld wird größer.
Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn du die ganze Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Oh, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Wir nennen die wiederbefreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. So, natürlich speichern. Denn, liebe Freunde, ich glaube, es ist wieder mal an der Zeit, diesen Part hier zu beenden. Ich kann nur noch mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Also, ich glaube, ich muss hier mit dem schwarzen Hummer sprechen. Ja, hier ist die Karte. Genau, und hier sehe ich halt das Sternenschiff, wo ich gerade bin, dann die einzelnen Kuppeln, Terrasse, Badezimmer, hier kann ich richtig schön die Galaxien sehen. Und es gibt auch eine Liste, wo ich in einer Übersicht sehen kann, ja, beste Rennzeit beim Test surfen und halt auch, wo ich welche Galaxie habe und wie viele Sterne ich dort habe. Und eine Goldkrone links neben dem Namen der Galaxie bedeutet eben, dass sich die Galaxie komplett abgeschlossen und dort keine weiteren Sterne mehr bekommen kann. Das heißt aber auch, in der Eierplanet-Galaxie kann ich mehr als 3 Sterne bekommen. Aber was das zu bedeuten hat, werden wir später noch herausfinden. Und ich glaube, im nächsten Part gehe ich aber nicht ins Badezimmer, sondern ich gehe mal zu diesem Gourmet-Luma hier und werde mit dem sprechen. Aber das alles dann im nächsten Part, meine lieben Freunde. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.